ganz erstaunt. Du bist ja Vollprofi in Liga 3, dass du dich mit so einem Thema beschäftigst. Wo willst du mal hin tatsächlich nach dem Karriereende, was hoffentlich noch nicht ansteht? Ja, ist ein gutes Thema. Ich bin beispielsweise auch bei einer Wanderausstellung dabei für das Projekt Sei eine Stimme, wo wir uns gegen Diskriminierung und Rassismus einsetzen, weil ich einfach dafür stehe, das sind meine Werte. Und ja, in der Zukunft sehe ich mich irgendwo im sozialen Bereich. Ich habe Bock, Menschen zu helfen, was natürlich auch Thema Ernährung, Thema Fitness, was ja auch mit Hilfe zu tun hat, und möchte da einfach die Jungs, auch gerade Jugendliche, auf die richtige Bahn bringen und da ein bisschen unterstützend zur Seite stehen und vielleicht den richtigen Weg ebnen. Mhm.